Hallo Leute und willkommen zurück zu Deadlight, unserem kleinen neuen Side-Scroller-Survival-Horror-Spiel. Ich habe jetzt nochmal die Einstellung ein bisschen runtergeschraubt auf 720p. Ist zwar dann jetzt nicht mehr totales Full-HD, aber vielleicht, und ich habe es noch nicht ausprobiert, geht es dann ein bisschen flüssiger, weil es das letzte Mal ja doch ein bisschen stockend lief. Ist dann halt mal so und ich springe ab und sterbe nicht. Das ist schon mal gut. So. Kann ich da hinten lang? Nee, man kann ja immer nur zur Seite. Ich will nicht runterknallen. Ich spring also. Oder untersuche ihn. Der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet Arthur L. Allen. Dann eben deutsch ausgesprochen. Arthur. So wie aus King of Queens. Oh Gott. Schnell weg hier. Deadlight. This is it. This is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we've become. Bloody hell on earth. Oh Gott, schnell weg. Die Zombies kommen. Und sind hinter mir her. Wie der Rest der Welt. Oh. Noch eines dieser verdammten Regierungsabflugblätter. Quarantäne. Doch selbst all die Warnungen konnten sie nicht mehr retten. Drücke das oder das oder was? Um dich an Zäunen oder Fenstern umzudrehen. Ja. Was? Jetzt? Kann ich hier nicht weiter? Doch, kann ich. Aha, okay. Oh, ich mag ja solche komischen Hallen nicht so gerne. Oh nein. Ist alles okay hier? Findet man hier wenigstens was? Oh! Oh Gott. Komm her. Kann ich ihn töten? Kann ich... Hallo. Ja, komm. Ich kann ihn ja rufen. Nein. So, jetzt ist er da unten drin, ne? Ich bin schnell abgehauen. Immerhin. Hat geklappt. Ein Ausschnitt aus dem Seattle Reporter vom 21. Februar 1986. Vorsicht, die Sowjetunion ist im All. Darin geht es um diese Raumstation, die die Russen ins All geschossen haben. Mhm. Noch irgendwas hier? Ich finde schon, dass es ein bisschen besser jetzt läuft als vorher. Vielleicht liegt es wieder an dem Unreal Engine Kram. Sauls, Schrottplatz, 4. Juli 1986, 16.45 Uhr. Ist hier noch was? Ich will nichts verpassen. Ja, da ist doch was. Komm, nimm es doch mal. Oh, ich hab eine Waffe. Endlich kann ich mich gegen Zombies wehren. Und das werden wir wahrscheinlich auch gleich tun müssen. Thanks, buddy. Drücke B, um die Axt zu schwingen. Gegner in der Nähe wegzustoßen oder Schlösser und Bretter zu zerbrechen. Finde ich gut. Ja, jetzt können wir draufhauen. Mit B irgendwie angreifen ist noch ungewohnt, aber kriege ich schon noch hin. Um gestürzte Gegner den Gar auszumachen. Aha, okay. Oh Gott, jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Na dann mal los. War's das? Du hast fast keine Ausdauer mehr. Steht der eine eigentlich wieder auf? Habe ich den besiegt? Ich glaube schon. Wusste jetzt nicht, ob ich zugleich beide getötet habe oder nur einen. So, hoch mit dir, Randall. Guter Mann. Hoch! Sieht fast aus wie die Halle, wo wir angefangen haben. Diesmal aber so eine Art Autowerkstatt. Wo bin ich denn? Oh. Ach, das ist Ausdauer gewesen, deswegen. Und dann flackert das immer so. Er kann sich also nicht die ganze Zeit da oben halten.
Okay, hier kann ich runter. Oh, okay. Ja, ja, komm. Komm ruhig. Das wird eng. Ja, ja, komm, nun mach doch endlich mal. Ich bin gestorben. Beliebige Taste drücken. Ja, 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 komm. Den Versuch müsst ihr mir geben, mich erstmal einkämpfen zu dürfen. Das machen wir nochmal. Ist ein bisschen blöd, wenn man zwischen den beiden steht. Jetzt weiß ich aber, dass einer von der Seite kommt. Ja, kommt ruhig alle her. Ist ja schon mal nett. Wenn ich mich hier runterplumpsen lasse, passiert mir dann was? Weil ich mag da jetzt nicht runtergehen, bin ich ehrlich. Ja, super, klappt ja. Steht der auch noch auf? Hallo! Schade, dass ich das Ding nicht runterlassen kann. Ja. Was mache ich jetzt am geschicktesten? Kommt ihr nicht noch mehr dahin? Bleibt ja irgendwie nichts übrig, oder? Was mache ich denn jetzt? Nee. Leck mich, dann springe ich lieber. Yeah! Oh. Alle auf einmal? Schaffe ich das? Sind alle tot? Jetzt erhol dich endlich mal. Der zuckt doch noch. Jetzt ist auch zu spät, das Ding runterknallen zu lassen. Oh, na toll. Nein, 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 nein. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Ein Schlag. Ein bisschen schwierig, so steuerungsmäßig. Erstens wackelt das die ganze Zeit und das ist nervig. Man kann schwer gucken und dann sehe ich immer nicht so gut. Ist er tot, ist er nicht. Ein Lufterfrischer, ein angenehmer Duft, der mich an den Wald zu Hause erinnert. In Kanada. Schön. Man braucht ja auch kleine schöne Erlebnisse. Mit dem Auto hätte ich die Typen natürlich schneller platt machen können. Das wäre geschickter gewesen. Und ich hätte auch direkt hier anscheinend hochklettern können, aber hey, ein echter Kämpfer macht sie alle fertig. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Damn Storm. Was ist nun? Lydia? No, I must be tired. My mind is wandering. Dann nicht Lydia. Zombie-Geräusche. Kann ich hier hoch? Nee. So hoch kann er nicht springen. Ah, ein Spind. Finde ich wieder einen Ausweis? Eine der verschwundenen Seiten aus meinem Tagebuch. Nein, wir bekommen was zu futtern, zu lesen. Lesestoff. Liest du es denn auch? Du sollst es lesen. Ah, okay, mit Select. Alles klar. Vororte. Es ist nicht immer leicht, die Begegnung mit diesen Schatten zu überleben. Doch zum Glück bin ich noch am Leben, aber tief in meinem Inneren habe ich Angst. Wo sind meine Mädels, meine Frau, Shannon, meine Tochter Lydia? Werde ich sie je wiedersehen? Ich muss meine Freunde und meine Familie finden. Ich muss es schaffen. War das denn jetzt, ich nehme mal die Maus zur Hilfe, weil wir hatten ja das hier. Was, der Berg? Hatten wir das über den Berg schon? 15. Mai 1985, hatte ich das jetzt schon gelesen? Hier gibt's aber einiges zu lesen, mein lieber Schwan. Okay, das werde ich nicht alles in diesem Part schaffen, aber man kann ja zumindest mal irgendwo anfangen. Wo fange ich an?
Ich hätte nie gedacht, dass ich zu so etwas in der Lage wäre, dass ich meine Gedanken in ein Tagebuch schreiben würde. Aber was habe ich schon zu verlieren? Mein Name ist Randall Wayne. Meine Freunde nennen mich Randy. Doch es gibt nicht mehr viele, die das tun. Vor wenigen Tagen bin ich 33 geworden. Ich wohne in Hope, einer Kleinstadt in British Columbia. Sie liegt in einem Tal, umgeben von der Natur im Südwesten des großartigen Landes Kanada. Hier haben wir alles, was wir zum Glück brauchen. Dagegen wirken andere Städte wie Müllhalden. Wenn ich an die Orte denke, die ich immer im Fernsehen sehe, dann ist Hope der beste Ort der Welt für einen Mann wie mich. Meine Arbeit macht mich ebenfalls glücklich. Ich arbeite hier in den Bergen als Ranger. Darum halte ich mich oft sehr weit weg von zu Hause auf und bin in direktem Kontakt mit den Bäumen und den Tieren. Normalerweise gehe ich ganz alleine auf den Berg. Der Mensch kann dem Berg vertrauen. Der Berg enttäuscht einen nie. Etwas anderes brauche ich nicht. Manchmal ist es sogar gefährlich, dass jemand in der Nähe ist. Normale Menschen reden zu viel und lassen einen letzten Endes doch immer hängen. So. 6. Juni. Heute habe ich mich im Wald verlaufen. Ich ging rings um die Hütte hin und her, aber ich konnte den Rückweg nicht finden. Obwohl der Weg direkt vor mir lag, habe ich ihn einfach nicht gesehen. Morgen muss ich zurückgehen. Anscheinend gibt es Ärger mit Wilderern. Ich hasse Menschen, die auf Ärger aus sind, denn wer danach sucht, wird auch immer welchen kriegen. Doch das, was sie kriegen werden, wird nicht das sein, womit sie gerechnet haben. Am Nachmittag habe ich ein Reh gefunden, das auf der Straße überfahren worden war. Was für ein seltsamer Tag. Den 9. September dann auch noch. 9. September. Wo hast du nur gesteckt, Tagebuch? Ich muss meiner Tochter danken, dass sie dich wiedergefunden hat. Ich habe das Schreiben völlig vergessen. Und auf einmal ist der Sommer schon so gut wie vorbei. Ich mag das Schreiben. Es gefällt mir, mich an anderen auf diese Art zu öffnen. Auch wenn es niemand jemals lesen wird. Irgendwie beruhigt es mich. Es gibt mir das Gefühl zu existieren. Außerdem lese ich so etwas auch gerne in den Büchern, die ich mit zur Arbeit nehme. Man vergisst den dumpfen Stoß niemals wie ein Schlag aufs Herz. Man erinnert sich daran, träumt davon, erwacht in der Nacht und denkt daran noch Jahre später. Was? Jahre nachher. Und es überläuft einen heiß und kalt. Jay Conrad. Ich war etwa so alt wie meine Tochter, als mein Vater meine Mutter verlassen hat und für immer verschwunden ist. Und ich glaube, dass mich dieses Ereignis sehr beeinflusst hat. Es ist in mir geblieben wie eine Verbrennung, bei der stets eine Narbe zurückbleibt, selbst wenn die Wunde verheilt ist. Eine deutliche Erinnerung daran. Wenn man etwas verlässt, tut man das, weil man es nicht haben will. Das ist meine Ansicht. Ich wollte nie so werden wie er. Ich werde die, die ich liebe, niemals verlassen. Ein Sohn kann sich sehr von seinem Vater unterscheiden. Das ist wohl wahr. Dann belassen wir es erstmal dabei, damit wir auch im Spiel etwas weiterkommen. Freue mich aber über jede Tagebuchseite, die ich finde. Und komme darauf natürlich auch immer wieder zurück. Ich kann hier irgendwas machen. Warum stützt er sich da so ab? Kann ich das einschlagen? Nee. Nischt. Gut, dann gehe ich hier nach rechts. Oh! Komm! Scheiße! Scheiße, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Nein. Scheiße. Die habe ich nicht kommen sehen. Ich hätte da voll gegenrennen müssen und den Schwung konnte ich jetzt nicht mehr holen. Oh Gott, ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen hier... Ja! Du... Nein! Du, wie ging denn das nochmal? Ja, komm, lock sie noch ein bisschen an. Wie trete ich die Tür ein? Wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich es tun. Nein! Ich werde jetzt mal Pause machen, wenn das geht. Pause. So. Optionen. Einstellungen. Spieleinstellungen. Steuerungen. Hocken, nachladen, bewegen, Status mit Waffe auswählen, zielen, Pause springen, untersuchen, Aktion, Nahkampf, verspotten, sprinten, schießen. Wie ging denn das nochmal? Warum tritt er die blöde Tür nicht ein? Und wenn ich einfach, benutzen mach? Ja, okay, alles klar. Tot. Auch das habe ich nicht geschafft. Wer soll denn sowas auch kommen sehen? Okay, Aktionstaste. Los geht's! Haha, ihr habt's nicht geschafft. Ich eigentlich auch nicht. Aber es ist ja ein Spiel und ich kann noch mal laden. Was mache ich jetzt? Ah, okay.
Mich drehen. Sehr schön, okay. Ich merke schon, der Schwierigkeitsgrad erhöht sich. Was ich aber auch ganz cool finde, weil wäre ja langweilig, wenn man alles schaffen würde. Eine 100-Dollar-Note mit einer Karikatur von Benjamin Franklin. Geld hat in dieser Zeit keinen Wert, aber die Zeichnung auf dem Gesicht ist witzig. Wenigstens hat er guter Humor. Geht. Du sollst sie nicht anlocken, du Trottel. So, jetzt nehmen wir nochmal ordentlich Schwung hier. Wuhu! Run, man, run! Shit! Oh shit, there's too many of them! I'm a survivor. Und er ist voll runtergesprungen. Der Zimmer, der Ausweis eines Fremden. Sein Name lautet JWJC. Cool, ich kann sogar auf Regale jumpen. Jetzt muss ich da nochmal wieder raus. Was mache ich eigentlich mit den ganzen Ausweisen? Was will er damit? Nein, da sollst du doch gar nicht hin. Du sollst noch weiter hoch. Oder, warte mal, wenn ich hier stehen bleib, schaffe ich dann in einen Sprung einfach nach oben? Ja. Du sollst da hin. Oh, er springt immer wieder rein. Ich muss zugeben, obwohl man ja auch schon so einiges in Zombie-Filmen und gesehen hat. Nee, das schafft er nicht. Irritieren einen die Geräusche. Man ist doch halt nicht so abgebrüht, finde ich. Also, was mache ich denn jetzt am besten? Wie komme ich hier denn jemals wieder weg, wenn ich da nicht rüberspringen kann? Wer hält sich da oben ja nicht fest? Ich soll doch nicht nach unten. Ich soll da oben hin, das sehe ich doch. Ja, komm. Nee, nein. Er schafft den Sprung nicht. Warum schaffe ich den nicht? Und da geht da seine Ausdauer auch überhaupt nicht flöten, ne? Ach, also doch. Oh, Leute. Jetzt kommt doch hier bestimmt wieder einer. Ich weiß es ganz genau. Ihr wollt mir doch immer Angst machen. War da eigentlich noch so ein Survival-Dings? Nee. Mittlerweile wurde ich ja ein paar Mal angegriffen, aber hier ist so ein Survival-Dings. Nein, lass dich da mal fallen. Hier, ernähre dich, heile dich, ein Verbandskasten. Aber er braucht wieder mal nichts. Okay, dann nicht. Du hörst da was. Ach, du hörst da was? Er hört was. I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on them. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! Waste of time! Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole. No!
did they mean, keeping an eye on the survivors? Orders from who? Tja, das werden wir im nächsten Part herausfinden von Deadlight. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch kommt. Ist auf jeden Fall ziemlich brutal und eklig. Mit Zombies sollte man auch nicht spielen, wissen wir ja auch mittlerweile alle. Und, jetzt kommt wieder schöne atmosphärische Musik. Ja, die werden hier einfach gehängt. Das ist alles makaber. In so einer Welt möchte ich mich nicht befinden, aber wir befinden uns mit unserem Protagonisten hier und müssen es auch weiter noch schaffen. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.